So, Leute, es geht weiter. Wir sind jetzt gerade in Kleve und heute ist der 25. Januar 2016. Die Jahre gehen ins Land und eure Kinder sind immer noch nicht da. Wir bemühen uns jetzt seit etlichen Jahren darum und eure Kinder sind in einer Pflegefamilie, die diesen Namen nicht verdient. Sie sind bedroht von Gewalt und Alkoholexzessen. Das ist mittlerweile auch dem Richter bekannt, gehe ich mal von aus. Das Verfahren wird verschleppt ohne Ende. Ja. Und deswegen hattet ihr euch auch bei dem Direktor des Amtsgerichts beschwert. Ja. Und der hat euch geantwortet. Wir zeigen das jetzt mal. Das habe ich hier. Der Name ist auch falsch geschrieben, ne? Biagolo. Der hat wahrscheinlich an Gigolo gedacht. Jetzt kommt das Entscheidende. Mir ist bewusst, wie schmerzlich gerade die jetzige Advents- und Weihnachtszeit ohne ihre Kinder Angela und Dario für sie sein muss. Bitte bedenken Sie dabei aber, dass eine gerichtliche Entscheidung mit Aussicht auf Bestand nur auf einer sorgfältig vorbereiteten Grundlage getroffen werden kann. Und diese Grundlage bereiten Sie seit Jahren vor. Ja, und es geht nicht weiter. Jetzt wurde also ein Termin veranschlagt. Ich möchte die Ladung. Hast du die Ladung? Ja. Okay. So. Vor allem den Augenmerk auf das Datum der Ladung lenken, ja, und das Datum, also, der Gerichtsverhandlung. Das Datum der Ladung ist unten, 19.11. Und das Datum der Gerichtsverhandlung ist in der Mitte. Das haben wir hier. Ja. So, also am Mittwoch, den 27., das wäre übermorgen, ja, sollte das eigentlich stattfinden. Und es gab aber jetzt einen Anruf vom Jugendamt. Ja. Was passierte da? Kannst du das mal erzählen? Ja, ich habe einen Anruf ein paar Tage bekommen von der Frau vom Jugendamt und sie wollte wissen, was ist mit dem Brief, mit dem Schreiben. Und sie hat mir mitgeteilt, sie muss für 3 Wochen in Urlaub gehen. Und sie hat mit dem Richter telefoniert und der Richter hat sie gesagt, das Termin wird verschoben. Das Termin wird im Gericht verschoben. Also der ist seit langer Zeit bekannt, ja, dieser Termin. Und kurz vorher ruft die Tante vom Jugendamt beim Gericht an und sagt, sie macht Urlaub. Ja. Und das heißt, es muss wieder neu terminiert, ja, werden. Das kann sich also wieder Monate hinziehen. Ja. Ja, so machen die das. Weil du mir das berichtet hast, hast, ja, du aber noch was erzählt, dass die Dame gesagt hat, ohne sie läuft im Gericht gar nichts. Nein. Und weil deswegen? Sie wollte das Unterschrift von mir haben, das Schreibpflichten. Was für eine Unterschrift wollte die haben? Unter dem Schreiben. Das war den Schreiben für die Vormundschaft. Und sie sollte da Vorladner werden. Was sollte der Inhalt dieses Schreibens sein? Das ist mir jetzt nicht klar. Die Vormundschaft hatte Auftrag gegeben, sollte die Frau von Jugendamt überprüfen, ob unsere Wohnung ist groß für die Kinder. Ob die groß genug, ja, ist? Ja, und wie ist die Zustand dieser Wohnung? Ja, aber das wissen die doch. Die sind doch schon öfter hier gewesen, oder nicht? Aber sie hatte geguckt, wie die Wohnung aussieht, welche Räume haben wir, wie ist die Zustand. Ja. Und sie hat das in Schreiben. Nur ich habe auf den Schreiben sehr lange gewartet. Und kann man vor einer Woche kann das schreiben. Nochmal, in diesem Schreiben kündigt sie an, dass sie die Wohnung besichtigt. Ja, in Auftrag von dem Vormund. Sind die denn schon hier gewesen? Ja. Waren die hier in der Wohnung? Ja. Wann sind die hier gewesen? Im November. Im November. Wie wir wissen, sieht in Deutschland das Gesetz vor, dass das Jugendamt eine Stellungnahme abgeben muss. Das Jugendamt, das Kreisjugendamt Kleve, was hier als Beteiligter agiert, hat dem Richter gebeten oder hat Antrag gestellt, dass das Stadtjugendamt Kleve mit einbezogen wird als Verfahrensbeteiligter. Ja? Ja. Und deswegen sollte, warum Stadtjugendamt? Weil ihr umgezogen seid, ja, schon vor längerer Zeit. Und diesmal, weil ihr in der
wenn auf dem Gebiet der Stadt Kleve wohnt, da ist für euch das Stadtjugendamt zuständig. Und den Prozess führt ihr aber gegen Kreisjugendamt, mhm. weil eure Kinder vom Kreisjugendamt und so weiter untergebracht wurden. So, also das Stadtjugendamt Kleve. Das ist eine sehr delikate Situation. Es sind praktisch zwei Jugendämter jetzt involviert. Richtig. Und dadurch wird die Sache noch komplizierter, ja. Vor allem das Kreisjugendamt Kleve will natürlich nicht direkt zugeben, dass die Eltern eigentlich die Kinder wieder aufnehmen können, ja. Mhm. Sie haben nichts gegen die Eltern, aber sie wollen das einfach nicht sagen. Das geht ja nicht über den Mund, ja. So, deswegen hat man gebeten, den Richter oder Antrag gestellt, dass das Stadtjugendamt Kleve eingeschaltet wird wegen diesem Kind hier. Ja, ihr habt natürlich ganz freiwillig der Familienhilfe zugestimmt, mhm. ja, dass die Familienhilfe zu eurer Tochter Gianna kommt, sonst wäre sie vielleicht weg, ja, mhm. wenn ihr das freiwillig nicht gemacht hättet. So, deswegen haben wir auch Stadtjugendamt hier. Ihr braucht natürlich keine Hilfe zur Erziehung eurer Tochter, das sieht man. Wir kennen euch ja auch schon lange und der Kleinen geht's gut. Ihr habt keine Probleme, aber das Jugendamt muss natürlich mitmischen. Also damit das Kreisjugendamt nicht zugeben muss, dass die Eltern also klar die Kinder zurückbekommen können, hat man jetzt offiziell das Stadtjugendamt Kleve gefragt. Ich erinnere an das Datum, die Ladung war vom 19. November 2005. Und das Stadtjugendamt Kleve war hier zwei Tage früher, das heißt am 17. November, ja. war hier um 13.30 Uhr haben die Damen, zwei Damen, Besuch hier erstattet. Und dann haben sie euch erzählt, sie werden einen Bericht schreiben ja. und das könnt ihr vorher sehen. Ja. Und dieser Bericht ist nie gekommen. Der ist nicht zu dem Richter gekommen. Er ist nie gekommen. Eine ja. Woche vor der Gerichtsverhandlung, am Samstag, bekommst du Post. Ja, ja. Und an der Post steht ein Schreiben des Stadtjugendamtes Kleve, dass du eine Schweigepflicht Entbindungs- unterschreiben sollst. Ja? Das war knapp eine Woche vor der Gerichtsverhandlung und das war am Samstag, wo die ja. Post kam. Und am Montag soll die schon unterschrieben zurück an Stadtjugendamt kommen. Ihr habt euch natürlich so verhalten, dass ihr euch zuerst eure Anwältin informiert ja. habt. Ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Und dann kam das Telefonat des Stadtjugendamtes Kleve an den Richter, so wie du mir damals erzählt ja. hast, der Richter darf ohne sie gar nichts ja, und deswegen wird die Gerichtsverhandlung verschoben und außerdem fährt die gute Frau in Urlaub für wie viel? Drei Wochen. Ja. Mhm. So lief das. Ja, da fragt man sich natürlich, wie oft machen die Urlaub im Jahr? Wenn man mit diesem Mittel die Gerichtstermine verschieben kann und die Verfahren ja. über Jahre in die Länge ziehen. Ja. Das nennt man Kooperation. Hier werden also anscheinend alle Register gezogen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich gehe davon aus, dieser Fall ist für die Behörden verloren. Das ist derartig schlimm, was hier gemacht wurde. Mhm. Und sie haben einfach keine Argumente mehr, die Kinder euch weiter vorzuenthalten. Das sind eure Kinder mhm. und die müssen zurückkommen. Und wir sind in einer etwas merkwürdigen Lage hier, weil eure Anwältin, ich glaube, das heißt Einspruch oder Widerspruch eingelegt hat, weil zwei Tage vor der Gerichtsverhandlung, warum sollte die ab? Haben wir das schriftlich? Leider noch nicht. Wir haben die Anwältin am Montag angerufen, ja, weil die Post kam am Samstag. Sie hat also Einspruch gegen die Verschiebung ja. dieses Termins ja. eingelegt. Ja. Wir sind in einer etwas merkwürdigen Lage. Wir haben übermorgen vermutlich um 11 Uhr eine Gerichtsverhandlung und wir wissen immer noch nicht, ob die stattfindet. Ich habe den italienischen und den polnischen Konsulat benachrichtigt. Ich weiß, dass die Konsule kommen werden,
Und bin ich gespannt, ob das Gericht es schafft, falls diese Gerichtsverhandlung nicht stattfindet. Das ist ja auch der besondere Reiz dieser Terminsverschiebung, dass eben auch die offiziellen vom polnischen und italienischen Konsulat bereits informiert worden sind, sich diesen Termin vorgemerkt haben und ihn, damit die Frau vom Jugendamt Urlaub machen kann, dass das jetzt alles über den Haufen geworfen wird. Ja? Und alle wissen, dass diese Kinder leiden. Ja, wie war der letzte Umgangstermin mit den Kindern? Könnt ihr da noch was erzählen? Das war, wie immer, wir haben uns in Annastift getroffen, war mit uns die Schwester von den Kindern. Annastift in Goch. Ja, wie immer durften wir die Gebäude immer nicht verlassen. Wir mussten da sitzen. In diesem schlechten Wetter, in diesem kleinen Raum da. Ja, da was sagen die Kinder dazu, dass ihr nicht mehr raus dürft? Sind die sehr sauer. Und das ist traurig darüber. Bringen die das mit euch in Verbindung oder wissen sie, dass das Jugendamt das verboten hat? Die wissen das. Das ist das Jugendamt. Das Jugendamt. Sie sind also nicht sauer auf euch, sondern auf das Jugendamt. Die sind glücklich, wenn wir sind. Die freuen sich, wenn ihr kommt. Die haben jetzt endlich die Weihnachtsgeschenke von uns bekommen. 19. Januar. Ja. Mhm. Die Weihnachtsgeschenke. Ja. Aber keine Waffen und keine Schmiede. Nein, auf gar keinen Fall nicht. Da waren Spielzeug, da waren Klamotten. Mhm. Da waren Schuhe. Keine Waffen und keine Schmiede. Nein, da waren auf gar keinen Fall nicht. Ja. Dann hoffen wir, dass die Pflegeeltern insoweit Disziplin gelernt haben, dass sie diese Sachen jetzt nicht gleich wieder zerstören und in den Müll werfen. Die Wahnsinn waren teuer. Ja, ja. Wir haben uns viel Mühe gegeben, diese Sachen zu besorgen. Aber umso größer ist ja das Vergnügen der Leute, die Sachen dann kaputt zu machen. Ja. Dario wollte was zu seinem Vater in Ruhe sagen und wollte vor die Tür gehen. Ja. Und was ist da passiert? Dario hat gesagt, Papa, ich muss dir was sagen. Wir waren von einem Zimmer auf die andere Zimmer, nur hinter die Tür. Wollte so mir was sagen, nur ich habe gesagt, ist gut, komm. Die Frau hat gesagt, nee, ihr darf nichts raus, ihr muss hier drin bleiben. Wenn ihr will was sagen, vor mir oder sowas. Ne? Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Ne? Ich bin ruhig geblieben. Und konntest du merken, schon die Kinder schon richtig sauer. Und die wollten mir sagen, Papa, gehst du mir eine Döner holen? Ich mein Gott, ne. Ja, ich habe gesagt, ich hole die Döner. Ich bin die Döner geholt, bin zurück, so hat angefangen zu essen. Und Angela war sehr sauer. Die Döner rechts, links. Ich habe gesagt, ey, was bedeutet, musst du essen? Ne? Was passiert? Ich habe gesagt, sonst ich kaufe euch kein nichts mehr, ne? Keine Döner mehr. Ne? Aber ich wusste nichts, die Kinder waren sauer, warum durfte nichts hinter die Tür mir zu sagen, Papa, ich hätte gerne eine Döner. Und die Frau hat uns verboten. Ja. Ich wusste das nichts. Also eure Kinder dürfen noch nicht einmal den Wunsch äußern, dass sie was zu essen haben wollen. Da ist nichts mehr normal. Und die Kinder, die waren richtig so enttäuscht, waren so sauer. Mit der Frau, aber nichts mit uns. Und später hat mir Dario gesagt, Papa, so ist sie nichts mehr normal. So. Da hat er recht. Ja, ich habe gesagt, das ist das moderne Deutschland. Ich habe gesagt, was soll ich machen? So, ich bleibe ruhig und fertig. Und deswegen das Angela. Also er durfte euch nicht sagen, er durfte euch das nicht so ins Ohr flüstern. Aber dann hat er gesagt, er will einen Döner haben und dann habt ihr auch einen besorgt. Ja, ich bin sofort gegangen, ich habe geholt. Ja, Angela war sehr traurig, die Situation. Der Biagio ist gegangen und Laura hat den Anruf bekommen und wollte noch vor die Wer ist Laura? Ist die Schwester. Die Schwester, die auch vom Jugendamt geklaut wurde, die aber mittlerweile erwachsen ist und infolgedessen habt ihr auch wieder Kontakt mit der. Ja. Und Laura hat den Anruf bekommen von ihrem Freund und er hat gewartet unten vor die Tür. Und Angela wollte mit Laura unten gehen. Sie hat sich angezogen, ist fast raus und die Frau hat gesagt, Angela, geh mal zurück.
Sagte, ja, ich will mit meiner Schwester. Nein, du darfst du unter nicht gehen. War sie sehr sauer. Hat gesagt, ziehst du dich jetzt aus? Ich kann nicht in zwei Räumen dabei sein. Du darfst du das Raum nicht verlassen. Ja. Und Angela war sehr sauer. Bin ich später mit sie auf die Toilette gegangen. Sie hatte Tränen im Auge. War sehr enttäuscht. Ja. Und das Wecker war total durcheinander mit dem Essen. Also sie wollte unbedingt mit Laura vor die Tür gehen. Ja. Also Weihnachten war auch ohne Kinder, ihr hattet die gar nicht gesehen. Nein. Es ist eine Schande, es macht traurig. Einen sprachlos. Das war sehr traurige Weihnachten. Ja. Dieses kriminelle Vorgehen der Behörden, diese Unmenschlichkeit, diese Perversion, das ist eine Schande für unser Land. Das ist grausam, das Gefühl leer, total. Theater, über diese Zustände machen wir aber auch einen polnischen Bericht. Ja. Wird auch auf diesem Kanal hochgeladen. Wir halten es doch für wichtig, dass diese Zustände, diese Steinzeit, die heraufzieht, auch außerhalb Deutschlands wahrgenommen wird. Wir beobachten andererseits schon, dass sich was tut. Ja. Und wir haben wie immer versucht, auch Politiker dafür zu interessieren. Wir haben auch darüber berichtet. Und zuerst kam nichts und heute kam eine Nachricht, dass die Piraten zusammen mit den Linken, das ist die Kreistagsfraktion in Kleve, doch das Thema Jugendamt im Kreis ansprechen wollten und haben eine schriftliche Anfrage gestellt zum Kreisjugendamt. Das ist die erste Anfrage zuerst. Und diese Anfrage würde ich unbedingt zeigen. Und ich würde. So, das ist also eine Anfrage an den Landrat, ja. Wolfgang Spreen. Ja. Ja. An den Landrat des Kreises Kleve, Herrn Wolfgang Spreen. Das göttliche Lächeln. Ja. Den hattest du auch mal angeschrieben, ja, in dieser Angelegenheit, Anschak Alfieri. Ja. Mehrfach. Ja. Kam da irgendeine Reaktion? Nein, gar nichts. Und, jetzt hoffen wir mal, dass in sich also hier die Fraktion der Linken und der Piraten zusammen an diesen Landrat wenden, dass er sich wenigstens jetzt dazu herablässt, Stellung zu beziehen. Ja, oder überhaupt sich mal zu äußern. Keine Wahl. Sofern ich weiß, muss er solche schriftlichen Anfragen auch beantworten. Okay, dann war also unsere Mühe nicht umsonst gewesen, denn ihr seid da gewesen und habt in der Fraktion auch den Fall dargestellt. Richtig. Und die Leute reagieren darauf. Ja. Gut, den Fragenkatalog zeigen wir gleich auch mal. Ja, ich muss sagen, das ist zuerst nicht spezifisch zu diesem Fall, aber das freut mich sehr, weil das sind Fragen, die eigentlich jeder Abgeordnete einem Chef des Jugendamtes stellen müsste. Ja? Mhm. Und wir zeigen das, damit unsere Zuschauer auch Inspiration haben und genau die gleichen Fragen ihren Abgeordneten stellen. Und die Piraten und die Linken hier im Kreis Kleve haben das super gemacht. Ja. Ja. Wir freuen uns sehr, dass sie das gemacht haben und wir bedanken uns natürlich bei denen ganz herzlich und wir zeigen jetzt. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich auch mal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, wählen zu gehen. Ja. Denn es geht bei Wahlen nicht nur darum, seine Stimme dem Sieger zu geben oder dem wahrscheinlichen Sieger zu geben. Wir brauchen auch eine Opposition, die diesen Namen verdient, die auch die Mächtigen kritisiert. Und das hat jetzt hier stattgefunden. Also das ist Politik vom Feinsten. Und dieser Fragenkatalog, hoffe ich, wird nicht nur durch uns, sondern auch durch andere noch verbreitet. Die haben nämlich wunderbar zusammengefasst die Fragen, die sich angesichts dieser doch etwas aus dem Ruder gelaufenen und in Teilen kriminellen Behörde ergeben. Es geht noch zweite Seite. Schriftliche Beantwortung der Anfrage, ja. Darum haben wir uns lange bemüht, das ist uns nicht gelungen, da ist immer nur nichtssagende, wenn überhaupt, nichtssagende
Bescheide, die ganz klar zeigen, man hat überhaupt keine Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, geschweige denn die Verhältnisse hier mal rechtsstaatlich werden zu lassen. Ja, und ich hoffe, das ist mal ein erster Schritt, der hier was in Bewegung setzt. Ja, es ist vor allem der erste Schritt, um dass die Politiker überhaupt sehen, was hier im Kreis passiert, wie sind die Zahlen und wie das konkret, wie die Arbeit des Jugendamtes konkret aussieht. Ja? Ja. Am interessantesten finde ich die Frage nach den Rückführungen, wie viele Anträge auf Rückführung gab es seit und so weiter. Und wie viele Kinder zurückgeführt wurden tatsächlich? Das, die Frage interessiert mich ja, sehr. Auch der finanzielle Aufwand, der hier betrieben wird. Ja. Also die sind, vorbildlich die Linke und die Piraten. Im Kreis Kleve. Das ist echte politische Arbeit. Ja. Das ist auch nahe am Volk. Ja. Das ist für die Opfer von Behördenwillkür, von Machtmissbrauch. Und wir hoffen, dass das Schule macht. Und diese Fragen kann ja jeder in eigener Regie auch anderswo an die Verantwortlichen schicken. Ja. Wir werden die Öffentlichkeit mit unseren bescheidenen Mitteln auf dem Laufenden halten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir drücken euch jedenfalls die Daumen. Dankeschön. Also, damit die Leute auch verstehen, was man euch angetan hat, euch als Eltern, ja. Du warst im Frauenhaus, berichte nochmal, wie ist das abgelaufen, wie hat man dir die Kinder weggenommen? Ja. Du warst im Frauenhaus, weil das Jugendamt dich dazu gezwungen hat, ja. Und wie hat man sie dir weggenommen? Das muss immer... Da ist nichts passiert, ich wurde in einem Zimmer, ich habe mich weggesperrt, die Kinder mitgenommen, in einem Auto, ich muss vom Fenster sehen, wie die Kinder, sind die weggenommen. Und die Frau sagte, die Kinder gehen jetzt weg, ohne Gründe, ohne nichts. Ich durfte keinen Abschied von den Kindern nehmen. Du konntest dich nicht mal von denen verabschieden. Ich habe gesehen von den Fenster, die haben nur mich geguckt, die standen da, aber ich konnte nichts machen. Dich haben sie eingesperrt, ja, dich haben sie ich wirklich... Ich konnte das nicht los, ich konnte nichts machen. Ja. Ich habe gesagt, warum? Ich sagte, nein, die Kinder gehen weg. Das war die Frau aus Udem. Ja. Und wann ist das gewesen? Am 27. Juli, vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren? Am 27. Juli. Ja. Ja, so macht man das hier. Und seit diesem Zeitpunkt, wir sind getrennt. Wir sehen uns jede 6 Wochen, 3 Stunden. Ja. Und dann, wie beschrieben, unter Beobachtung, ihr könnt kein privates Wort mit euren Kindern. Ich verlasse ihn nichts. Ja. Kein Privatsphäre. Daran sieht man aber auch die Angst dieser Verbrecher. Ja. Die haben wirklich Angst, dass die Kinder ein falsches Wort sagen. Das heißt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie kommt aber ans Licht, peu à peu. Und den Leuten geht der Arsch. Und deswegen jetzt dieses ganze Theater auch mit der Verzögerungstaktik und so weiter. Sie hoffen doch nur darauf, dass es den Pflegeeltern gelingt, die Kinder doch noch so zu bedrohen, dass sie im letzten Moment sagen, wir wollen nicht mehr zu den Eltern zurück. Also man hat verhindert, dass sie gemeinsam in gebuchten Urlaub nach Italien zur Familie fahren. Das hat man verhindert. Dann hat man die Mutter ins Frauenhaus geschickt. Und da gibt es aber im Gerichtsakte kein Wort darüber. Und da habe ich den Eindruck, das Jugendamt dreht eigenes Ding und versucht, die Finanzen ein bisschen zu bessern, weiß ich. Ja, ja, das ist, der Generalverdacht, der sich... Welchen Sinn hatte diese Aktion? Sorgerecht wegnehmen im Zuge der einstweiligen Anordnung, weil was heutzutage verboten ist. Ja, Und dann schicken sie die Frau in ein Heim, in diese Frauenhaus, ja. Mhm. Und da, wo sie Sicherheit haben, keiner guckt zu, werden die Kinder abgeführt. Ja. Also nach Gestapo-Manier sind dir die Kinder weggenommen worden, ohne dass du die Gelegenheit hattest, auch nur ein Wort noch mit denen zu reden. Nein. Wie gesagt, in der ganzen Gerichtsakte habe ich das nicht finden können, dass im Gerichtssaal die Rede davon war, dass sie gezwungen war, zuerst ins Frauenhaus zu gehen. Ja. War nicht die Rede davon. Ja. Und es scheint diese Kriminellen einen Teufel zu scheren, was die Kinder dabei empfinden. Klar. Hätte ich das nicht gemacht, wären alle 4 Kinder ins Heim gegangen. Da wurde sie gezwungen hinzugehen, weil man sie von dem Kindesvater trennen wollte. Ja. Also es ist sehr oft so, dass die Jugendamtopfer
die Eltern getrennt werden, weil es dann leichter ist, sie fertig zu machen. Sie können sich nicht gegenseitig stabilisieren und sie werden dann einzeln fertig gemacht. Das war die Bedrohung, dann kommen alle vier Kinder ins Heim. Zu Hause noch. Das wird, die haben gesagt, ich muss meinen Koffer packen, sofort gehen. Aus der Akte geht noch hervor, das hat der Anwalt dem Gericht geschrieben, dass der Partner, dein Partner, hat den Leuten gesagt, ich ziehe sofort aus und ich überlasse die Wohnung alleine der Mutter und den Kindern. Ja? Weil sie haben versucht, euch beide zu trennen. Ja. Und dann hat er gesagt, er verlässt sofort das Haus, die Wohnung, damit die Mutter alleine mit den Kindern wohnt. Damit die Kinder da bleiben. Ja, aber das war alles nur Verarsche. Sie hat man euch trotzdem weggenommen. Das ist eine Demütigung, die kann man sich nicht vorstellen. Was die Mächtigen in Deutschland, diese etwas unterbelichteten, primitiven, den Menschen hier antun. Ganz einfach, bildungsfremde Schichten, das sind vor allen Dingen, sie haben kein Gewissen, sie sind gewissenlos, diese Leute. Ja, aber sie tun Leute. So, als ob sie hochgebildet wären, nur weil sie Jugendamt heißen. Also das ist... Also das, was uns möglicherweise noch hilft in dieser Angelegenheit, ist diese unglaubliche Beschränktheit dieser Leute. Ja. Das ist wirklich Deutschland von seiner schlimmsten Seite. Und das muss bekämpft werden. Also gut, dass wir hier die Partei Die Linke und die Piraten haben, die wirklich... Die haben mit uns ein paar Stunden verbracht und haben sich das alles angehört. Sich kümmern, ja. Endlich wird Zeit. Ja. Okay, also wir drücken euch die Daumen. Dankeschön.